Ich möchte in aller Kürze erklären, warum ich mit CryptoProtect ein Skript geschaffen habe, um auf File-Servern einen Schutz gegen die Verschlüsselungstrojaner zu entwickeln. Die Verschlüsselungstrojaner, Tesla Crypt und wie sie heißen, haben eine ganz neue Art von Schädlingsgeneration offengelegt. Bisher haben Schädlinge nämlich entweder einfach nur ganz plump Daten gelöscht und nur Spaß an der Freude wegen mir, oder sie haben den Opfersystemen ihren eigenen Willen aufgezwungen, damit sie zu einem Botnetzwerk gehören, sprich bei Angriffen auf andere Plattformen helfen und damit den Angreifern helfen. Oder als Hintergrundprozess haben sie versucht, die Banking-Zugriffe zu verändern, um über den Weg an Geld zu kommen. Die Kryptotrojaner hingegen arbeiten anders. Sie entziehen ihnen ihre Nutzungsdaten, also ganz einfach ihre Word-Dokumente, ihre Bilder, ihre MP3-Songs, aber auch Spielstände von Spielen durch eine Verschlüsselung. Und den Entschlüsselungskey bekommen sie erst, nachdem sie quasi Geld überwiesen haben. Oder auch nicht, je nachdem. Diese Kryptotrojaner machen aber ihr eigentliches Betriebssystem und die installierten Produkte nicht kaputt. Das heißt, Windows und Applikationen bleiben unberührt. Man möchte ja dem Opfer auch die Chance geben, Geld zu bezahlen. Die Gefahr ist ziemlich real. Also es sind nicht bloß die Privatpersonen, die erwischt werden, sondern auch Firmen. Und das passiert ganz schön häufig. Und das liegt ganz an einer ganz einfachen Geschichte, dass dieser Trojaner oder dieser Schadcode keine Sicherheitslücken braucht. Er arbeitet einfach im Arbeitsumfeld des Benutzers. Das heißt, jede Datei, die Sie als Anwender ändern, schreiben, löschen, verschieben können, kann ein Code, den Sie selbst ausführen, auch ohne Administrator zu sein, genauso. Wenn dieser Code jetzt dahin geht und die ganzen Dateien verschlüsselt, dann könnte man natürlich sagen, oh, ich möchte die vorherige Version natürlich haben. Die Schattenkopien helfen aber nicht, denn der Schadcode versucht, die natürlich abzuschalten. Dazu muss er allerdings Administrator sein. Aber selbst wenn er es nicht abschaltet, wenn Sie auf einer Festplatte 700 Dateien haben und die werden alle nochmal komplett neu geschrieben durch eine Verschlüsselung, dann wird auch der VSS-Bereich irgendwann überlaufen und Sie können nicht mehr auf die früheren Versionen zurückgreifen. Angeblich hat der Trojaner bis zu 5000 Infektionen pro Stunde. Ob das stimmt, weiß man nicht, aber Punkt ist, es sind ganz viele. Das Ziel des Trojaners sind lokale Dateien, Netzwerklaufwerke oder UNC-Pfade. Das heißt, alle Nutzdaten, die er irgendwie erreichen kann. Je mehr er verschlüsselt, desto eher sind sie bereit, Geld dafür auszugeben. Nicht betroffen sind zum Beispiel Dokumentenmanagementsysteme. Also selbst wenn Sie einen SharePoint-Server über einen UNC-Pfad erreichbar machen und er verschlüsselt dort alles, dann können Sie immer noch die vorherige Version zurückholen. Das ist zwar mühselig, aber Sie haben zumindest keinen Datenverlust. Das gleiche gilt natürlich für andere Systeme, die Versionen schreiben. Was ich jetzt noch niemandem nahelegen möchte, ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Generation der Trojaner natürlich auch mal daran geht, Mails zu verschlüsseln, weil auch E-Mails können sie ja selbst lesen mit ihrem normalen Programm. Vielleicht ist das die nächste Payload, die irgendwann kommt. Schauen wir uns mal an, wie das mit den Dateien funktioniert. Mein Fokus sind natürlich jetzt Firmen, erstmal nicht Privatpersonen. Und bei uns bei der Network ist es genauso. Wir haben einen großen Server mit ganz vielen Kundendaten, sprich Source Code, Kopien von Angeboten, Dokumentationen und vieles mehr. Das sind mehrere hundert Gigabyte. Und natürlich haben wir ein abgestuftes Rechtekonzept. Aber es sind doch sehr viele Leute, die natürlich in diesen Verzeichnissen der Kunden Dokumente lesen, ändern und so weiter dürfen. Aber ich habe mir das mal angeguckt. Die meisten Dokumente werden am Anfang erstellt, ab und zu mal ein bisschen geändert, aber nach einiger Zeit einfach nicht mehr angerührt. Nach dem Motto, was interessiert mich ein Angebot letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Da will ich vielleicht mal reingucken, aber ich muss es nicht unbedingt verändern. Entsprechend habe ich mir ein PowerShell-Skript gestartet, was durch alle Dateien, alle Ordner, alle Verzeichnisse durchgeht und mir neben den Namen der Erweiterung und der Größe auch die Informationen über Last Modified und Expiration Date holt. Also wann die Datei das letzte Mal geändert worden ist und wann sie angelegt wurde. Diese CSV-Datei habe ich in Power BI reingelegt und wie Sie das jetzt sehen hier an dem linken Diagramm, das sind so die Anzahl der Dateien nach letztem Schreibzeitpunkt. Und man sieht ganz rechts, 2016 sind ein paar, aber doch sehr viele sind 2011, 2012, 2013 gewesen. Das heißt, die wurden seit dieser Zeit nicht mehr geändert. Das rechte Diagramm macht es noch viel deutlicher. Dort habe ich nämlich die Dateien zusammengefasst. Das ganz linke, quasi fast nicht sichtbare Bälkchen sind alle Dateien, die zwischen 0 und 7 Tage alt sind, also in der Zeit angelegt wurden und oder geändert wurden. Daneben die Anzahl der Dateien mit 8 bis 30 Tagen. Und erst dann die Dateien von einem Monat bis 12 Monate. Die sind gerade mal sichtbar und eine Riesenmenge von Dateien ist älter als ein Jahr und wurde in der Zeit auch nicht mehr geändert. Und da habe ich mir natürlich überlegt, wenn diese Dateien so alt sind und nicht geändert werden,
Wieso kann ich dann nicht einfach verhindern, dass sie geändert werden, um das Schadpotenzial von so einer Verschlüsselungssoftware deutlich zu reduzieren? Also bin ich mal hingegangen und habe gesagt, ich nehme so eine ältere Datei und setze dort ein Deny-Recht. Ich sage Deny auf Löschen, Deny auf Schreiben, auf Erweitert Schreiben, Deny auf Erstellen, Daten anhängen, Daten schreiben. Und das Ergebnis ist, wenn ich so eine Datei schütze, dann können die Benutzer weiterhin die Dateien lesen. Sie können natürlich auch die Datei mit einem neuen Namen speichern, also eine neue Version zum Beispiel. Aber Bestandsdaten können sie weder ändern, noch verschieben, noch löschen, noch sonst irgendwie ändern. Und was brauche ich dazu? Ich habe mir gesagt, ich setze natürlich jetzt kein Deny auf Domainbenutzer. Ich lasse mir eine Gruppe anlegen. In der Domäne habe ich die einfach mal CryptoProtect genannt. Dann habe ich mir ein Skript, das finden Sie auf der MSX FAQ hier auch in dem Bereich, namens CryptoProtect. Und das lasse ich durch den Taskplaner regelmäßig laufen. Dieses Skript läuft einfach durch alle Verzeichnisse durch, die ich angegeben habe. Es sucht Dateien, die nach gewissen Kriterien lange unverändert gewesen sind und addiert diese Gruppe mit diesem Deny-Recht. Und jetzt kann ich dazu übergeben, die Mitarbeiter, die ich entsprechend schützen möchte oder die gefährdet sind, die in die Gruppe aufzunehmen. Und sobald sie in der Gruppe drin sind, können sie die alten Dateien nicht mehr ändern. Ich muss also nicht alle Menschen dort aufnehmen, alle Mitarbeiter. Ich kann also ausgewählte Kunden dann draußen lassen, dass die immer noch mit den Dateien arbeiten könnten, als wären sie ungeschützt. Zum Beispiel administrative Konten. Ich muss ja ab und zu auch eine Datei sichern können, restaurieren, vielleicht einen Dateibaum umorganisieren, einen Kunden umbenennen, weil das sind so Dinge, die natürlich auch nicht mehr gehen. Der Mitarbeiter kann nicht mehr löschen, er kann nicht mehr überschreiben. Das sieht man in Word zum Beispiel auch, der meldet das sofort. Aber was auch ganz wichtig ist, verschieben geht auch nicht mehr. Das heißt, ein Ordner, in dem so eine Datei drin ist, den kann ich nicht mehr woanders hin verschieben. Ich freue mich schon, in der Vergangenheit ist es nämlich häufig passiert, dass Leute eine Datei oder einen Ordnerbaum aus Versehen im Explorer auf dem File-Server woanders hin verschoben haben. Einfach weil die Maus geklemmt hat oder der Finger nicht von der Maus runtergegangen ist. So, und jetzt sind Sie an der Reihe. Aus meiner Sicht lesen sich die weiteren Beschreibungen auf der MSX FAQ durch zum Thema CryptoProtect. Überlegen Sie, ob dies für Sie ein passendes Modell sein könnte und implementieren Sie eine Gruppe, ein PowerShell-Skript, der ein Deny setzt und schützen Sie Ihre Dateien, zum Beispiel älter als 30 Tage oder älter als 60 Tage, durch einen Schreibschutz auf dem Server gegen Verändern, Überschreiben und Löschen. Jetzt sind Sie an der Reihe.